Ja, Pfingsten ist ein super interessantes Fest. Wir haben irgendwie ein Wunder, ein Ereignis. Und wenn ich das betrachte und mich damit auseinandersetze, dann kann ich das aus zwei Ebenen tun. Ich kann das in zwei Ebenen betrachten. Und das eine ist die historische Ebene. Was macht das mit uns? Warum musste das passieren? Und das andere ist die persönliche Ebene. Was heißt das jetzt für dich und mich genau? Lass uns lesen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem herfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern und unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kamen die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Wir haben, wenn wir uns das vorstellen, dass wir so eine Zeitleiste haben, was unsere Menschheitsgeschichte darstellt, von Schöpfung bis heute, dann befinden wir uns hier. Wir haben also zwei Drittel quasi hinter uns und dann kommt das Pfingstereignis und wir sind dann schon wieder ein ganzes Drittel weiter, so grob gesagt. Und das passiert dann einfach. Da kommt eine Gabe der Sprachenrede auf die Menschen und sie können auf einmal in irgendwelchen Sprachen reden. Warum? Und mir hilft es, wenn ich etwas verstehen will, wenn ich gucke, ist das schon mal in der Bibel passiert? Gab es das schon mal? Und dann fällt mir ein, ja, es ist schon mal dieses Wunder passiert, wo es Sprachenrede gab. Ach, das nannte man Sprachenverwirrung, stimmt. Im Turmbau zu Babel hat Gott ein Wunder getan. Wir sind natürlich schnell dabei, das nicht auf gleicher Höhe zu sehen. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann ist das, was da passiert ist, eigentlich ein krasses Wunder gewesen. Auf einmal konnten alle Menschen in irgendwelchen Sprachen sprechen, die sie vorher nicht gelernt haben. Ist also ziemlich ähnlich. Wir gucken uns das mal an. Das alles steht natürlich ganz weit vorne in der Bibel, bei 1. Mose. Aber das, da merkt man halt, wie alles zusammenhängt und dass das nicht einfach Pfingsten einfach so passiert. Deswegen, wir gucken uns halt erstmal die historische Betrachtung an, also wie. Welche Rolle spielt dieses Ereignis für die Menschheitsgeschichte? Und dann gehe ich ins Persönliche über. In 1. Mose lesen wir zunächst in Kapitel 10. Sorry, ich muss ein Kapitel vor. Kapitel 10, da steht in Vers 5, das ist die Nachkommenschaft von Noah, ne? Und dann gibt es halt den Ham, der ja auch, und den Japhet und den Sem, Ham und Japhet, die drei Söhne, und die kriegen dann Kinder. Und dann gibt es den einen, das ist ein Sohn Japhets, da steht in Vers 5, von diesen haben sich die, Vers 8, auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königsreichs, steht in Vers 10,
war Babel. Das ist die Geschichte. Nimrod gründet Babel und wird zum ersten Herrscher der frühen Welt. Es gibt ganz viele interessante Hintergrundinformationen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Dann stellt man fest, dass er eine Inspiration war. Hier habe ich das auch hingeschrieben. Ne? Nimrod inspiriert viele Gottheiten. Er hat die Idee gegeben eines sich anbetenden Menschen. Ein Mensch, der sich zum Gott erklärt. Und einige Götzen, die es in der antiken Welt gab, sind von ihm inspiriert. Heißen ähnlich oder haben ihren Ursprung in ihm sozusagen. Und er war halt super mächtig und denkt sich dann mit seinen Menschen da um ihn herum, wir wollen Gott gleich sein. Wir wollen nicht, dass uns noch einmal eine Sinnflut auslöscht, sondern wir möchten ganz gerne erhöht sein, sodass uns niemand mehr quasi gefährlich werden kann. Und dadurch entsteht der Turmbau zu Babel, das finden wir ja dann in Kapitel 11 alles ganz genau beschrieben. Und dann kommt Gott ins Spiel in Kapitel 11, Vers 6. Also er hat sich das in Vers 5 angeguckt und in 1. Mose Kapitel 11, Vers 6, da sagt er, der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Vers 7, wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Dann Vers 8, so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sich von dort über die ganze Erde zerstreute. Also die haben da alle angefangen zu babbeln. Da hat dann keiner mehr verstanden, was der Nachbar sagt. Gott muss, er sieht, wenn ich den Menschen wieder tun lasse, was er will, dann komme ich ziemlich schnell in die Situation von vor der Sintflut, wo die Menschheit so bösartig war, dass Gott sich das nicht mehr anschauen kann. Und er schaut sich ziemlich viel Böses an auf der Welt, jeden Tag. Und das war schon so widerlich vor der Sintflut, dass er sagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich lösche sie aus. Dann gibt er diesen Hoffnungsschein und sagt, das tue ich nicht noch einmal. Aber was merkt er? Die Menschen sind ziemlich schnell wieder dahin, wo sie vorher waren. Und jetzt weiß Gott, wenn ich das nicht verhindere, dann muss ich sie wirklich noch mal auslöschen. Viel zu früh. Es ist noch nicht die Zeit, die ich geplant habe für die Menschen. Also trennt er sie, indem er ihnen Verwirrung schenkt, indem er verschiedene Sprachen schenkt und dadurch die Menschen sich nicht mehr verstehen und geschwächt sind. Also Babel ist ein Zeichen für Trennung und Schwäche unter den Menschen. Und wenn wir in unsere Menschheitsgeschichte gucken, dann sehen wir, dass das genau so ist. Sprachen beeinflussen Kulturen und Traditionen und das wiederum führt dazu, dass man den anderen nicht nachvollziehen kann, warum er das so tut und ich das so tue. Und das führt dann wieder zu Streit zu kämpfen und Kämpfe zu kriegen und das dann wieder zu Tod. Also seit diesem Eingreifen Gottes, nach einem Drittel der Menschheitsgeschichte sozusagen, sind die Menschen aufgespalten und geschwächt. Und wenn ich möchte mit euch jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht machen im Schnelldurchlauf. Das Leben gerade um Babel herum habe ich mir mal angeschaut in der Bibel, blieb dann auch genauso unruhig, wie Babel halt eben als Repräsentant schon heißt. Es ist alles ziemlich schwierig dort. Zunächst kommen wir zu einem Typen, der hieß Tiglath-Pileser. Der hat das sozusagen das zweite assyrische Reich gegründet und er ist auch derjenige, der das Nordreich Israels verschleppt. Also das ist einer, den finden wir in der Bibel und davon haben wir Belege um 745 vor Christus.
Das ist schon ein bisschen später als Nimrod und die ganze Geschichte. Aber ich muss ja, wie gesagt, mich ziemlich knapp halten. Ja, den finden wir halt auch, diese Geschichte finden wir auch in der Bibel. Dann ist der Merodach Baladan bekannt, der Typ wird Herrscher in Babylon, also das ist dann schon nicht mehr assyrischer Typ, der in Babel regiert, sondern das ist ein anderer Mensch, der in Babel regiert und das ist der, den wir in der Bibel kennen, weil er die Geschenke schickt. So, dann gibt es noch zwei Typen, die nicht weiter wichtig sind für uns und dann gibt es den so berühmten Nabopolassar, kennen wir alle, ne? Der ist dann der, der den assyrischen König wieder stürzt, der zu dem Zeitpunkt am Herrschen ist. Und der ist dann der, der das sogenannte späte babylonische Reich gründet. Und das kennen wir. Das ist dann da, wo Nebukadnezar als Nachfolger in die Fußstapfen tritt und ein herrliches Reich vor sich hat. Das ist die Blütezeit von Babel. Also wir haben ja schon zu Zeiten von Nimrod versucht, einen Turm zu bauen. Ist ein bisschen schief gegangen. Aber wir reißen die Weltherrschaft an uns und haben einen Himmel auf Erden. Das ist das, was Nebukadnezar tut, was man dann auch in der Bibel in Daniel liest. Das habe ich mit meiner Kraft geschafft. Ich vereine die Welt in mir. Und Babel, das Zentrum dieser Regierung. Das ist übrigens der Typ, der dann das Südreich ins Exil bringt und Jerusalem zerstört. Kann man in den Kapiteln 2. Könige 24 und 25 lesen. Es geht noch weiter. Dann gibt es noch die Meder und Perser. Lesen wir in Daniel 5. Wird vorausgesagt, hey Belsazar, du hast dich überhoben. Und du wirst heute Nacht sterben. Und genau das passiert auch. Die Medo-Persen übernehmen das und es entsteht ein neues Reich. Danach kommt Xerxes, das ist dann der, der in der Bibel Ahasverus genannt wird. Und der, das ist dann schon einige Jahre später, plündert die Stadt. Da sind die Israeliten schon lange wieder in ihrer Heimat drin. So. Und dabei entsteht so ein Schaden, dass die Stadt quasi aussieht wie Schutt. Und dann kommt Alexander der Große irgendwann, den kennen wir ja auch aus der Schule, und der will dann irgendwie diese Stadt wieder aufbauen und stirbt genau kurz bevor er das machen möchte. Und danach bricht das Reich und dann sogenannte Diadochenkriege werden geführt. Also die Offiziere von Alexander dem Großen haben alle ihre eigenen kleinen Regimente sozusagen und die führen dann alle Krieg miteinander. Und Babel mittendrin und verliert an Relevanz und Macht. Und im Endeffekt sagt Gott das in der Bibel auch ziemlich genau voraus und sagt, dass Babel vernichtet werden wird. Da soll nichts mehr von übrig bleiben. Und genau so sieht es ja auch aus. Am Ende des Tages ist Babel quasi nicht mehr übrig als das. Das ist ein Bild von einem Schutthaufen mit folgendem Namen, steht da oben. Birs Nimrod, ob das jetzt wirklich der Ort ist, an dem der Turm gebaut worden ist, das ist ja eigentlich schon fast egal. Mir geht es um den Punkt. Babel war ein Sinnbild für eine direkte Herrschaft der Menschen, für die Menschen ohne Gott. Und da, bei dem, was man zum früheren Babel zählt, steht halt dieser komische kleine Turm da oben. Das ist alles, was man von diesem Schutthaufen noch hat. Man sagt, das war vielleicht ein Tempel, der vielleicht dort gestanden haben könnte, wo man mal den Turm gebaut habe, aber so wirklich weiß man es nicht. Und das ist das Endergebnis von einer Herrschaft ohne Gott. Menschen haben das immer wieder versucht, eine heile Welt zu schaffen, barrierefrei, ohne Streit, ohne Zank, indem man sie vereint. Und gerade der Ort der Verwirrung, wo Menschen geschwächt worden sind von Gott, war immer der Ort, wo die Menschen zurückkehren wollten zur Macht. Also die Herrscher von verschiedenen Reichen, ich habe euch das ja gerade kurz gezeigt, haben alle Babel als Regimentsplatz gesucht, um dort eben eine heile Welt aufzubauen. Und das ist davon übrig geblieben.
Gegenbeispiel, es gibt, das ist das berühmte Bild von Babel, von dem Turmbau, das irgendwie ein Künstler mal 1500 oder irgendwas geschrieben, gemalt hat. Und dann gab es dieses offizielle Poster der EU, das sehr stark in die Kritik geraten ist. Und man hat gesagt, was wollt ihr uns jetzt damit sagen? Baut ihr wieder Babel auf? Es gibt natürlich alle möglichen Verschwörungstheorien, darum geht es mir nicht. Aber es ist schon ein interessanter Zufall, dass man dieses Sinnbild genommen hat. Im Sinne von, wir bauen eine heile Welt. Hier und jetzt in Europa. Das ist das Ziel, was die Menschen ohne Gott immer und immer wieder angepeilt haben. Das sind all die ganzen verschiedenen Reiche, die es auf der Welt gegeben hat. Ob wir das Römische Reich nehmen, das Reich von Alexander dem Großen und das Persische Reich und was es so alles gab, man wird immer wieder feststellen, es ist der Versuch, einen Turm zu bauen, der dich vereint. Und das ist jetzt ein Sinnbild. Also es geht nicht wirklich wörtlich um einen Turm. Es geht darum, dass man einen Ankerpunkt hat, auf den man hochschaut. Dass man einen Platz hat, wo man sagt, da fühle ich mich sicher. Das ist mein Turm im Sturm. Und nicht Gott. Das ist das große Problem. Ich meine, wenn wir zum Beispiel Napoleon anschauen, der hatte selbst ganz klar gesagt, ich wollte Europa vereinen. Hatte Hitler auch vor. Wir haben ja gesehen, wozu das führt. So, das war die historische Betrachtung. Dann mache ich noch so einen kurzen Zwischending, so eine symbolische Betrachtung. Gucken wir in die Bibel, stellen wir fest, interessanterweise wird Abraham aus den Chaldäern herausgenommen, also aus dem Land der Chaldäer herausgenommen. Als ob Gott zeigen möchte, die Menschen sind verwirrt und ich werde euch jetzt Führung geben. Das ist so eine interessante Symbolik, finde ich. Hiskia, der ja die Geschenke von den Chaldäern bekommt, das ist noch lange bevor dann die Chaldäer unter Nebukadnezar das Südreich dann gefangen nehmen und zerstören. Einige Generationen davor bekommen sie Geschenke von den Chaldäern. Und das ist, finde ich, interessant, weil das Israel war ja schon gespalten und auf der Kippe zwischen sind wir Gott jetzt gehorsam, sind wir Gott nicht gehorsam und immer ein Hin und Her in der Sache. Und da zeigt sich der Chaldäer freundlich. Aber du bist gerade in einer schwierigen Phase, dann ist Satan schnell an deiner Seite, um dir noch ein Keil in die Wunde zu rammen. Das Land, das berühmt ist für die Geschichte von Babel und Verwirrung, ist das Land, das die Israeliten verschleppt. Als ob es heißt, als ob das so ein Zeichen ist, wenn man das gesamthistorisch betrachtet, Gott möchte aus Verwirrung Einheit schaffen, aber die Menschen gehen lieber wieder zurück dahin, wo sie herkommen. In eine Gefangenschaft, in eine Verwirrung, wo es keine klare Regierung Gottes gibt. Genau, und interessanterweise ist Babel halt, wie in einem Beispiel gerade gebracht, wo diese Werbeplakate ein bisschen ungünstig gewählt war, wird es doch irgendwo unterbewusst für viele wie so ein Ideal für eine Weltmacht. Und dann kommt Pfingsten. Das ist jetzt alles, was ich über historische Betrachtung quasi sagen wollte. Gott schwächt den Menschen, es herrscht eine unglaubliche Verwirrtheit und dann kommt der Tag, den wir heute feiern. Und wenn man das in diesem Gesamtbild betrachtet, ist das total heftig. Was uns in Apostelgeschichte 2 aufgefallen ist, ist, die Menschen werden zusammengebracht. Das, was die Leute unterschiedlich gemacht hat, nämlich die Sprache, die hängt mit Kultur und Tradition zusammen, das wurde abgeschaffen. Ich glaube, es ist nicht irrelevant, dass die Sprachenrede dort passiert. Wir können darüber hinwegschauen, aber ich glaube, es hat eine ganz wichtige Aussage. Menschen werden zusammengeführt, die sich eigentlich nicht verstehen. Der Unterschied ist, es passiert in Christus. Und was ich ganz interessant finde, wenn wir dann nochmal gucken in die Verse, ne, da wird als allererstes erwähnt, standen da Parther, Meder, Elamiter, die Leute aus Mesopotamien. Und das sind alles
Völker, die versucht haben, in Babel zu regieren über die Geschichte. Ich finde das einfach, das ist natürlich symbolisch, aber es ist interessant, als ob diese Geschichte uns zeigt, es hat Verwirrung geherrscht, jetzt kommt wirkliche Einigkeit in Christus. Und der Ort, der für Verwirrung steht, darf jetzt Frieden finden in Christus, darf jetzt zur Einheit kommen. Soweit dazu. Kommen wir noch kurz zum Persönlichen. Wenn wir so eine Geschichte lesen, Apostelgeschichte 2, dann sagen wir uns vielleicht, okay, aber was ist jetzt mit mir? Erstmal ist es wichtig, das ist mein Anliegen, dass wir verstehen, manchmal geht es nicht nur um dich und mich die ganze Zeit. Wir sind Individualisten geworden und denken natürlich, ich muss jetzt jeden Satz in der Bibel nur auf mich allein beziehen. Es geht hier um ein historisches Ereignis, das unglaublich wichtig ist, weil es etwas für die ganze Menschheit ausstrahlt. Wir haben die Sprachenverwirrung zu Babel und wir haben die Gabe der Sprachenrede zu Pfingsten. Auch wenn sie erstmal so weit voneinander weg aussehen, wenn wir das zusammenführen und auf ein Bild malen, stellen wir fest, es gab drei Epochen sozusagen. Wir haben die Zeit der Einheit ohne Christus, das war der Versuch, einen Turm zu Babel zu bauen. Und Gott sagt ja auch in 1. Mose 11, die kommen da ziemlich schnell hin, wenn ich da jetzt nicht eingreife. Das heißt, die Menschen hatten wirklich eine Einheit. Dann kommt der Schnitt und dann ist Zeit des Unfriedens und der Uneinigkeit. Kriege über Kriege über Kriege über Kriege. Kennen wir heute auch. Aber was ist der große Unterschied? Wir haben heute, dadurch, dass Pfingsten passiert ist, das Wissen, dass es eine wir dürfen Einheit in Christus finden. Wir haben die Möglichkeit, in Christus zu einer Einheit zu gelangen. Das ist erstmal das Ding. Es geht um die gesamte Welt in dieser ganzen Sache und nicht, es ist nicht nur einfach, ja, und dann sind da ein paar Typen rumgelaufen, sondern es geht um die ganze Menschheitsgeschichte. Und da können wir uns einordnen. Wir leben in der Zeit, wo wir Einheit in Christus finden dürfen und predigen dürfen. Das ist der Grund, warum wir dieses Fest feiern. Wir wollen der Menschheit sagen, ey, die Zeit des Unfriedens und der Verwirrung ist vorbei. Aber was ändert der Heilige Geist jetzt in meinem persönlichen Leben? Na gut, ich weiß, da gab es ein paar Wundertaten bei den Aposteln, sind rumgelaufen, haben Menschen geheilt. Okay, was jetzt damit? Dann, okay, Johannes 14, Vers 17. In der letzten Predigt zur Himmelfahrt haben wir auch ein bisschen aus Kapitel 16, Vers 13 zum Beispiel gelesen, dass er uns die ganze Wahrheit unterrichten wird, der Heilige Geist. Sehr interessant. Schauen wir mal zurück in die Geschichte und stellen fest, wie dann Briefe geschrieben worden sind, wie sie gesammelt worden sind, wie sie übersetzt worden sind, wie sie ausgelegt worden sind. Das ist alles der Prozess, den der Heilige Geist inspiriert hat. Und wir haben heute den Wissensstand, den wir haben, aufgrund des Heiligen Geistes. Dann haben wir den Beistand bei der Verfolgung, haben wir auch bei der Predigt von mir gehört, in Kapitel 16, Vers 7 wird das erwähnt. Das ist unser Beistand, er ist für uns da. Das ändert das schon mal, so viel weiß ich. Welche Rolle spielt er denn noch, frage ich mich. Und da habe ich einfach ein bisschen gebrainstormt und gesammelt. Ich könnte natürlich jetzt auch das wegmachen und euch fragen und dann Frage-Antwort-Spielchen spielen, aber ich denke, das ist ziemlich cool, wenn man sich das einfach mal so anschaut. Er ist die Verbindung zu Christus, durch ihn sind wir in Christus und er in uns. Das können wir ja nochmal lesen als Erinnerung, weil sonst haben wir es vielleicht schon vergessen. Johannes 17, Vers 21 und folgende. Ich fange einfach bei Vers 20 schon an. Ich bitte aber nicht für sie allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also er betet halt für uns auch, die wir jetzt daran glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Okay? Wir sind mit Christus verbunden und dadurch eins, damit die Menschen glauben, dass Jesus wirklich da gewesen ist und das getan hat, was er tut. Wir haben natürlich einen freien Zugang zum Vater. Römer 8, Vers 26 lehrt uns, dass unsere Gebete erhört werden.
übersetzt werden mit einem unaussprechlichen Seufzer. Also der Heilige Geist sagt das, was wir eigentlich sagen wollen. Er gibt Gaben und er überführt. Das haben wir eigentlich großenteils auch letztes Mal schon so gehört. Das heißt, wie lebe ich im Alltag mit dem Heiligen Geist? Da lernen wir dann Sachen wie, wir beten im Geist an. Da könnten wir jetzt überall eine Predigt drüber machen. Ja, Jesus sagt das zu der Samariterin, Gott ist Geist und er kann nur in Geist und Wahrheit angebetet werden. Dann sagt er auch in Kapitel 3, Vers 8, dass der Geist wie der Wind ist, dass wir manchmal verwirrt sind und nicht verstehen, was er macht. Aber wir dürfen Vertrauen lernen. Es bleibt also spannend und er ist eben unsere Kraftquelle. Also wir dürfen sagen, wir brauchen keine Angst haben. Wir dürfen bei Erschöpfung zu Jesus reden und wir werden wirklich mit Jesus reden. Das ist unsere Sicherheit, die wir haben. Wenn du mit Gott sprichst, sprichst du wirklich mit Gott. Das ist dir nicht nur eine Fantasie in deinem Kopf, sondern der Heilige Geist übersetzt das so, dass der Mensch versteht, dass Gott uns quasi gut versteht. Und deswegen dürfen wir darin Kraft finden, dass Pfingsten passiert ist und wir mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist mit Christus verbunden sind. Also, Pfingsten lehrt uns die Einheit in Christus. Jeder wird abgeholt, egal wo er herkommt und was die derzeitige Gesellschaft für Probleme hat. Es lehrt uns halt außerdem, dass Christsein nach außen gekehrt ist. Wenn wir Apostelgeschichte 2 anschauen, dann sehen wir, es ist ein Christsein nach außen und es ist ein Christsein der Einheit. Und ich glaube, wir in den russlanddeutschen Gemeinden im Endeffekt sind wir ziemlich ähnlich alle von der Denkweise, wie wir aufgewachsen sind. Und trotzdem haben wir richtig oft so einen Clinch miteinander. Und das ist schade. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir das feiern, das Fest, weil wir darüber nachdenken sollten, okay, warte mal, wo habe ich was verloren, was eigentlich wichtig ist im christlichen Dasein, in meinem Glauben. Ja, wir rutschen schnell dahin ab, dass wir irgendwelche Dinge überbetonen, unterbetonen, jeder auf sein Recht kämpft und am Ende des Tages haben wir das verloren, was Pfingsten uns zeigt. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal wie du kulturell erzogen bist, welche Hautfarbe du hast und welche Sprache du sprichst, in Christus kannst du dich vereinen lassen. Lass uns dieses Prinzip übernehmen, ja, weil man sagt dann schnell oder man hört dann schnell, ja, Pfingsten, das war ein einmaliges Ereignis. Ja, okay. Es hatte aber eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung, gesamtmenschheitliche Bedeutung und das hat auch etwas mit dir persönlich zu tun. Es ändert dein Leben in der Hinsicht, dass du ein Vorbild hast und ein positives Beispiel hast, was Christsein bedeutet und wie das im echten Leben aussieht. Und da geht es nicht um Wunder machen und Magie und irgendwelche Aufmerksamkeit, sondern es geht darum, die Einheit in Christus zu finden. Und da müssen wir aufpassen, dass wir Einheit mit Gleichheit nicht verwechseln. Parther, Meder, Perser, Mesopotamien generell, ganz viele verschiedene Völker sind anwesend. Sie sind nicht gleich. Und das ist auch okay. Das ist auch okay, nicht gleich zu sein. Es ist auch okay, in einer Gemeinde nicht gleich zu sein. Denn wenn man gleich ist, kann man gar nicht mehr einheitlich sein. Weil für Einheit heißt es, da muss man sich einigen. Und das geht nur, wenn man vorher unterschiedlich war. Genau, und das ist das, was ich im Endeffekt euch mitgeben will heute. Lasst uns dieses historische Ereignis im Gesamtkontext betrachten und daraus für uns was lernen. Wir haben eine Zeit der Wissenheit. Als Apostel Paulus dann mit den Griechen spricht, sagt er, er hat über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen. Jetzt sind wir in der Zeit der Wissenheit sozusagen. Umkehrschluss, wir wissen, dass der Heilige Geist in uns ist. Wir wissen, dass Jesus auf dem Thron thront und dass es eine Möglichkeit der Einheit in Christus gibt. Amen.